So, endlich ist der Könner wieder am Joypad. Das wäre auch ein guter Kanalname Der gewesen. Könner am Joypad. Ja. Der die Dinge mit der nötigen Gelassenheit angeht. Ich schlag alles kaputt. Falls jemand die letzten 5 Folgen nicht gesehen hat. Ja, wir sind kurz vor dem Raum, wo sie Schäfer festhalten. Winfried Schäfer. Nee, seitlich die Treppe hoch, genau. Der uns dann hoffentlich den obvious Plot-Twist erklären kann, was mit Shambhala und so ist. Ich habe eine Theorie. Hier geht es gar nicht um Shambhala, hier geht es um die Chintamani Stones. Oh no. It's okay. We're here. You are right. About what? Everything you touch does turn to shit. All right, come on. We're gonna get you out of here. No. What do we do? Did you find my expedition? Yes, I found them. You understand what I had to do? Yes. If they had found the stone, it would have changed the course of history. Easy, easy. He took the dagger. I know. He's gone to the tower. You have to stop him. Try not to move. This monastery hides the secret path to Shambhala. You must get the dagger back, find the secret path, and destroy the stone before he gets his hands on it. Drake. You have to believe. Schaefer. Oh, Nate. We can't just leave him. What choice do we have? You heard him. Do you think all this really could be true? I don't know. But he believed it. That's enough for me. I think we should split up. What? No, listen. I'll go scope out the secret entrance thing, and you go to the tower and figure out how to get that dagger back. Yeah, all right. Just keep your head down and stay in radio contact. Yeah, okay. Good luck. Für mich war es jetzt schon Plot-Twist, Holzschneid. Nämlich? Ich dachte, ich hätte mich erinnern können, dass der Schäfer in Wirklichkeit böse ist. Ja, ich auch. Ich war jetzt auch gerade überrascht, dass er dann doch ja eigentlich einer von den Guten ist, der da irgendwie die. Ja, normalerweise ist es dann nämlich immer der, der sich dann hinterher als der Baddie rausstellt. Also ich hatte zum ersten Mal. Ich hatte, das ist fast ein bisschen peinlich, das zugeben zu müssen. Aber auch bei Star Wars, das ist ganz vergessen, dass am Ende er dass hier. Am Ende in Wirklichkeit Obi-Wan Kenobi der Böse ist. Ja. Muss ja an das Seil hier, oder? Ja. Puh, ganz schön risky. Da ist ein Schatz. Ja. Nee, ich hatte bei. Achtung, Spoiler. Ist jetzt auch nicht unbedingt die Story, die durch ihre schreiberische und Ideenbrillanz besticht. Aber ich hatte, obwohl ich das Buch schon mal gelesen habe. Und wo ich den Film schon mal gesehen hatte, hatte ich, bevor ich den das letzte Mal gesehen hatte, komplett vergessen, dass der. Du sagst jetzt aber nicht erst den Spoiler und dann den Film, oder? Dann hau ich dich Wie? Nämlich. Solltest du erst. Ich sag erst den Film oder ja. das Werk und dann könnt ihr euch entscheiden, wobei dann ist eh klar, was passiert. Achtung, Spoiler! Du musst uns sagen, wofür es ein Spoiler ist. Da Vinci Code. Ja, okay. So, Sakrileg. So, jetzt kommt vielleicht gleich ein Spoiler zu Sakrileg. Dass der Ian McKellen, beziehungsweise der Grals-Gelehrte in Wirklichkeit der Bösewicht ist. Ich habe mir das bis heute nicht angeguckt. Echt? Nee, weil ich das ich immer. Ich finde den. Die Leute, die das für gute Literatur halten, haben einen Schuss. Die haben noch nie gute Literatur gelesen. Macht aber nichts.
Weil das ist auf eine ähnliche Art unterhaltsam wie, keine Ahnung. Das hier. Genau. Also es ist in keiner Weise irgendwie... So ein bisschen so wie Bildschirmschoner fürs Gehirn. Hochkultur. Nur weil es sich oft verkauft, ist es ja nicht wirklich der Hammer. Aber vor allem der Film, den kann man sich tatsächlich anschauen, auch wenn Tom Hanks da ein bisschen albern ist, weil er eigentlich nicht die ganze Zeit immer nur ratlos rumsteht. Und also, weiß ich nicht, ja. Der Schädel schneibt da. Aber egal. Und ich mag ja solche, weiß ich nicht, so Mystik-Stories, wie auch also Assassin's Creed oder so, wo es dann irgendwie um Geheimbünde geht und sowas alles und dann irgendwie die komplette Weltgeschichte da zusammenkommt. Mhm. Finde ich eigentlich ganz angenehm. Der Illuminatus, der ist noch alberner, aber irgendwie auch ganz cool, vor allem der Schluss. Also nicht das mit dem Hubschrauber, aber... Das war Call of Duty, was du meinst. Ja, so ähnlich. Das muss man auch erstmal schaffen. Bei Illuminatus ist die... Illuminatus ist die... Du musst da runter. Sache, ja, ich schaue nur nochmal, was so schön ist. Die Sache mit dem Hubschrauber tatsächlich alberner als jede Sache mit dem Hubschrauber in jedem Call of Duty-Spiel. Und das muss man auch erstmal schaffen. Mhm. Und das von dem Buch, dessen Fans oder von dem Autor, dessen Fans das für Literatur halten. Hey, das musst du gelesen haben. Habe ich da mal von dieser Situation im Flugzeug erzählt? Nee. Das Buch ist ja 2005 erschienen. Ja. Hieß im Deutschen, im Englischen The Da Vinci Code und im Deutschen Sakrileg. Ja. Weil da gerade so die Mode war. Schieß Halloween. Das hieß halt alles irgendwie damals so. Ja. Und dann auch Meteoren, dann sah noch da der Buchcover gleich auf. Das war so. Vor allem so, dass mehr oder weniger diese Welle alleine Buchhandlungen bestückt hat. Da gab es dann immer so Tische, wo dann immer so diese ganzen Satanisten und Verschwörungs genau, das ist das, Sachen was, wo es dann später wo es dann später ganze Wühltische gab in Buchhandlungen für Fantasy-Erotik, wo dann so die ganzen Twilight-Abklatsche lagen und so. Und damals war es eben das. Da hieß es halt Sakrileg, genauso wie mit Stieg Larsson. Da hieß das erste Verblendung, Verdummung, Verdammnis, keine Verödung, Ahnung. Und dann Verhütung, weiß ich auch nicht, Verblödung und sowas alles. Verhütung war übrigens der beste Teil. Den habe ich schon ganz anders vorgestellt. Ich habe auch Lisbeth Salander vermisst. Ja. War aber trotzdem sehr interessant. Wusste ich vorher gar nicht, was da geht. Naja, wurscht. Jedenfalls sitze ich im Flugzeug Richtung Australien. Und dann Emirates Airlines. Und saß eine sehr, 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 sehr nette Flugbegleiterin mir gegenüber, weil ich da recht weit vorne saß. Und neben mir war der Gang. Und links neben dem Gang war so ein, sag ich mal, überernährter Geschäftsreisender. Mhm. Aus Deutschland. So. Da musst du nicht hin, du musst da um die Ecke. Muss ich um die Ecke. Also. So, und dann sitze ich da so und geht nicht. Und schau mir gerade der Zauberer von Oz an. Musst du weiter nach unten oder kommst du da her? Da hoch, sonst wärst du doch da nicht weiß. Aber da unten sind so, kommst du da gerade hochgeklettert von da unten oder musst du nach rechts rum dann? Du musst doch nach rechts rum. Rechts rum, meinst du? Dann da unter dem Dach vorbei. Hm. Na jedenfalls war das Buch da gerade in aller Munde. Mhm. Und dann sieht halt die Stewardess, wie mein spitzender Sitznachbar Sakrileg las und auf dem Cover stand halt Dan Brown. Ja. Und dann meint sie so, oh, auf Englisch halt so, oh, that's such a great author, I read the other one, The Da Vinci Code. Ja. Und er so, oh, The Da Vinci Code, never heard of this. So, und dann ging es halt natürlich ums gleiche Buch. Ja. Und dann haben die sich so 20 Minuten unterhalten und nicht gemerkt, dass dieses gleiche Buch ist, über was sie reden. Aber ist das nicht die Besonderheit von Dan Brown, dass es immer das gleiche Buch ist? Ja, das ist allerdings wahr. So ist auch die Besonderheit bei... Hä? GameTube. Wow, Ninjas! Nee. Ah, nee. Yetis. Yetis. Ninja Yetis. Schieß doch nicht auf die helfen dir. Wieso helfen die mir? Ja, weil die aufessen. Euch werde ich helfen. Euch mach ich fertig. Guck, dass du deine Yeti-Freunde verjagt. Jetzt hast du den Salat. Hey, ich hatte doch da gerade noch. Gut, dass da noch ein Dach war. We'll see about that.
Und soll es nicht noch einen dritten Dan Brown Film geben? Den dritten haben sie noch nicht verfilmt, aber ich glaube, der kommt sogar noch. Doch, das ist dann der Da Vinci Sacrilegium. Da geht es um, dass in so einem Bibeltext ist so ein Hinweis auf einen Geheimbund und dann fährt der Tom Hanks dahin. Weil er der Einzige ist. Weil der Einzige ist, der sich damit auskennt. Und er kennt. Kommt aber dann irgendwie, bundelt er dann auch mit so einer hübschen, ich weiß nicht, irgendwie Journalistin, Forscherin an. Sie kennt sich sie auch ist beides. Aus. Sie ist Journalistin und Forscherin. Und dann haben sie aber dann noch Hilfe von so einem Geistlichen oder so, der, also so ein junger Geistlicher. Und dann ist es, aber eigentlich ist der der Böse und ist alles ganz verzwickt. Du hast die ja doch alle gelesen. Nee, ich habe die Trailer gesehen. So. Aber das mit dem jungen Geistlichen, der böse ist, das dann hast du den, glaube ich, schon gesehen. Hä, ist denn nicht in dem einen Trailer, hat der nicht über und über so komische Wundmale auf sich drauf? Nee, das ist ja ein anderer, das ist ja der Silas, das ist ja der Albino. Habe ich mir jetzt noch den anderen auch noch gespoilert. Das war die Rolle, die Paul Bettany's Schauspielkarriere begraben hat, glaube ich. Okay, naja, jetzt darf er doch der Roboter-Eumel sein bei Avengers. Kann ich hier runter, meinst du? Jetzt will ich da gar nicht runter. Was? Paul Bettany spielt den Ultron? Nee, Paul Bettany's Vision. Wen? Der halt am Ende von Ultron auftaucht. Aber Paul Bettany spricht doch auch den Dings, die Stimme von Tony Starks Computer. Ja, das hat durchaus Methode. Verstehe. Ich brauche mehr Waffen. Oh, das mit dem tiefen Effekt ist gar nicht so schlecht. Ah, hier sind wir. Spoiler. Im Angels and Demons. Also ach, jetzt kommt erst der Spoiler. Illuminatus, nee, es ist der nächste Spoiler. So. Da spielt Ewan McGregor den jungen Geistlichen, der sich als der Böse rausstellt. Ach so, Ewan McGregor spielt einen Bösen? Ja, und zwar gar nicht so schlecht. Na gut, er hat in Star Wars auch den Bösen gespielt. Wobei das, nee, den Blöden. Ja, und den Bösen. Bei Star Wars. Mhm. Wenn Obi-Wan Kenobi kein so ein Arsch gewesen wäre, hätte es Darth Vader nie gegeben, dann hätte das Imperium gar niemanden gehabt, der mehr oder weniger die ganzen Jedi mit umbringt und dann wäre das alles besser ausgegangen. Verstehe. Magst du das ausführen? Naja, Obi-Wan Kenobi lässt halt seinen Schüler auf bestialischste Art und Weise brennen an so einem Vulkankrater liegen. Ja, aber sein Schüler war doch vorher schon ein Arschloch. Ja, aber was hätte er machen sollen? Na, entweder er tötet ihn, dass halt das Leiden aufhört, oder er lässt ihn halt, oder er zieht ihn irgendwie zur Seite, aber er lässt ihn halt bei lebendigem Leib verbrennen. Und ja, das kommt davon. Was hat denn das mit dem, oh, wir Jedi und die, kein Hass und Du wirst doch nicht etwa an dem Drehbuch von George Lucas zweifeln. Na, stimmt. Ich bitte dich. Konnte ich nur. Ich habe ja Revenge of the Sith. Revenge of the Sith. Den dritten halt. den neuen dritten. Das ist ein Granatwerfer. Ja, ich weiß schon, aber nichts, um drauf zu zielen. Den habe ich zu selten gesehen. Was eigentlich ganz schön traurig ist, weil der von den dreien ersten noch der brauchbarste ist. Ja. Und wahrscheinlich stimmt das nicht mal, aber andererseits. Boah! Ui. Da, Revenge of the Yeti. Den muss ich mir nochmal anschauen. Ich kann mich auch überhaupt nicht mehr erinnern, was da passiert. Also es gab ja bei Kotaku neulich diese Zusammenfassungen von Episode 1 bis 3. Mhm. So mit ein paar Jahren Abstand nochmal angeguckt, sind die wirklich so schlimm. Und bei den ersten beiden konnte ich mich noch an alles erinnern. So, ach ja, stimmt, aber dies, aber das, aha. Ja, guck war echt mal, nicht so guck super. Guck mal. Ja, warte mal. Ja, zu spät. Aber bei, achso, bei Revenge of the Sith weiß ich gerade noch den Schluss mit dem Vulkan. Und sonst nichts mehr. Hm. Wo fängt denn der an und wie? Was passiert denn da? Na, über Coruscant, wo dann Count Dooku da in diesem Schiff ist und dann Anakin letztlich den da niedermacht und dann ist doch diese ganze Geschichte, dass Obi-Wan auf dem Planeten geschickt wird, wo dieser General Grievous ist und dann währenddessen macht doch Anakin Rabatz. Das ist diese Insektenarmee oder? Nee. Das ist, der hat doch dann auch die Handelsföderation und so. Und Insekten haben die dann, glaube ich, auch. Ich frage nochmal an George. Der hat ja jetzt Zeit, wobei der neulich gesagt hat, dass er nicht mehr E-Mails hat. Kein Wunder, dass das alles so dumm ist. Was er für Mails bekommen hat, schon im Entstehen von den Filmen. George, lass es bleiben.
George, ich zahl dir alles, aber mach's nicht. Das wäre eigentlich eine Wahnsinns-Video-Idee. So, the emails George Lucas never received. Oh, 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 ja, heimlich, ne? Der arme Typ, ey. That'll show him. Da unten ist einer. Ah, ein gepanzerter Eumel. Der ist mir doch wurscht. Hä? Nanu? Was ist mit der Granate passiert? Die hatte so viel Power, dass sie sich selbst aufgelöst hat. Ach bitte. Oh. Nimm die Rakete, also noch eine Granate auf den und dann die Rakete. Jetzt hast du noch drei Raketen. Use it. Ja, ja. Ja, ich würde da nicht durchschießen. Ich glaube, es klappt bestimmt nicht. Optimismus hin. Wie viel halten die denn aus? Das ist doch albern. Ja, okay. Es ist echt albern. Ich meine, er hat sie ja auch schon als Mutanten bezeichnet. Also. Daneben. Hm. Und jetzt? Pistole nehmen, erschießen. Nicht stehen bleiben, der hat einen Desert Eagle. Granate hast du nicht, sorry. Sauber. Ich hab grad ganz viel nicht, vor allem Munition. Und so gibt's noch irgendwo welche? Ja, in der Hütte vielleicht drin. Nicht da runter. Weil da ist eine Rakete. Ja, komm. Aber warte nimm. Mal. Ja, stimmt. Jetzt unten bleiben, unten bleiben, unten bleiben, unten bleiben, unten bleiben, unten bleiben. Trotzdem sind diese Dan Brown Filme zumindest auf irgendeine Art, finde ich, die voll in Ordnung. Wo ist denn der eine noch? Mich da besser unterhalten als von manchem, was als besser gilt zum Beispiel. Vielleicht weil ich da, weiß nicht, gar keine Erwartung mehr habe. Aber da nervt mich zum Beispiel, oh Mann, meine das wollte ich doch Güte. Mehr. Oh, scheiße. Zum Beispiel ist Interstellar mehr angecast. Daniel ließ sich im Unterricht oft leicht ablenken und quasselte lieber ellenlange Diskussionen mit seinen Klassenkameraden, als gewissenhaft seine Hausaufgaben zu erschießen. Stimmt. Das schreibe ich dir in dein goldenes Buch rein. Dann kommst du. Hm. Ich habe mich echt leicht ablenken lassen. Aber ich war ja hochbegabt, da ist das ganz normal. Rede ich mir zumindest ein. Das ja. Das war nix da. Das darfst du jetzt probieren, würde ich sagen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.